General Lee streckt die Waffen. Er akzeptiert die Bedingungen von General Grant. Kapitulationsverhandlungen in Appomattox. Erschöpft durch den Bürgerkrieg und vor der schier unlösbaren Aufgabe des Wiederaufbaus stehend, verließen Tausende von Amerikanern die alte Heimat und machten sich auf den Weg in die weiten und unbesiedelten Gebiete des Westens, um dort ein neues Leben zu beginnen. Was ist, Lucy? Gefällt es dir hier nicht? Ich kann kaum glauben, dass es wahr ist. Nach all dem, was wir durchgemacht haben. Weißt du, was das bedeutet? Neues Land und neue Hoffnung. Neue Hoffnung? Du hättest wirklich keinen besseren Namen finden können. New Hope Valley. Verdammt nochmal, warum kommt er denn nicht? Keine Arbeitsauffassung. Der trödelt wieder rum. Das wird doch nicht etwa... Na, das wurde aber auch Zeit. Hier, Rusty, ab die Post. Du hast wohl unterwegs gepennt? Nein, ich habe eine schöne Maid besucht. Angierer. Mach ich! Kannst du den Pony Express schon sehen, Stevie? Nein, noch nicht, Großvater. Der Reiter müsste bald hier sein. Doch, da kommt er schon, Großvater. Na, der Junge kann reiten. Der Pony Express. Freund, er kommt. Macht Platz für den Pony Express. Major Stephen Braddock. Ich bin Major Braddock. Hier ist eine Depesche für Sie. Danke sehr. Alle mal herhören, bitte. An alle Bürger dieser Gemeinde herzliche Glückwünsche. In Erinnerung und zum Gedenken der Gründung von New Hope Valley vor heute genau 50 Jahren habe ich, Stephen Braddock,
Die große Ehre, diesen Tag zum Feiertag zu erklären. Ein denkwürdiges Jubiläum. Das Fest ist hiermit eröffnet. War ein guter Ritz, Toni. Das hätte ich in jüngeren Jahren auch nicht schneller geschafft. Danke. Wir hätten dich fast erwischt, was? Ja, er war ganz schön nah dran. Hier ist die. Donnerwetter! Ihr seht wirklich toll in dieser Verkleidung aus. Es kann losgehen. Tja, Freunde, nachdem wir bis zum Essen noch eine Menge Zeit haben, wollen wir uns in der Zwischenzeit ein bisschen amüsieren, bevor die Frauen uns füttern. Wir könnten ja ein kleines Gläschen trinken. Oder vielleicht ein kleines Fläschchen. Na, da ist sie rein. Jungs. Was war denn los, Mr. Proctor? Ein Bär hat Sie erschreckt. Hallo, Thusen. Mr. Gilbert, darf ich Ihnen vorstellen, das sind Smith und Jocelyn. Guten Tag. Vielen Dank. Gern geschehen. Oh, vergessen Sie. Sagen Sie, kommen Sie auch zur Jubiläumsfeier? Genau, heute ist ja der große Tag. Lassen Sie die Pferde aber erstmal richtig verschnaufen. Also, wir sehen uns später. Bis nachher, Jungs. Das ist ja genau der richtige Tag für so eine schlechte Nachricht. Wir können es nicht ändern, Gilbert. Tja, so ist es nun mal. Da seid ihr ja endlich. Hallo, Stevie. Hat das Fest schon angefangen? Die Band spielt schon zum Tanz auf. Na prima, dann legt sie mir rein. Aha, das ist ja ein netter Schwurf hier. Ein kleiner Ringelpiet. Oh. Hm? Entschuldigt mal, Freunde. Der Junge geht ganz schön ran für sein Alter. Wie wäre es, wenn wir auch das Tanzmann schwingen? Ich bin etwas wählerisch in der Wahl meiner Partnerin. Das Mädchen, mit dem ich tanze, muss schon was Tolles sein. Und auch ein bisschen schwachsinnig, ja? Wie nett von dir. Du Armleuchter. Oh, hallo, Schatz. Oh. Blondinen sind sowieso nicht mein Typ. Mein Ponybold! Er trag es wie ein Mann. Wo warst du denn so lange? Naja, ich war beschäftigt. Ich hab dich schon überall gesucht. Und gefunden. Wiedersehen. Wir wären schon früher hier gewesen, aber er hat unterwegs eine Kutsche gerettet. Nein, wirklich? Ein echter Lebensretter? Nein, nein, weißt du, es waren beide, Thusen und ich. Nicht doch, er ist viel zu bescheiden. Wie aufregend. Du musst alles erzählen. Was ist passiert? Naja, weißt du, es war so, die Pferde und... Viel Vergnügen, Ponyboy. Also, naja, also, wir ritten gemütlich durch die Gegend und das sagt mir das. Ganz nah neben der rasenden Kutsche. Dann sprang ich auf das Leitpferd und brachte das Gespann vor der Schlucht zum Stehen. Und die Leute waren gerettet. Eine richtige Heldentat. Ja. Und jetzt was Neues. Das nächste ist ein Abklatschtanz, Freunde.
Das Essen ist fertig. Stellt bitte die Tische hin. Auf den Tag genau, vor 50 Jahren, erblickte eine kleine Schar von Pionieren zum ersten Mal dieses Tal, unsere neue Heimat. Aber, meine lieben Freunde, wir sind nicht nur hier, um unser goldenes Jubiläum zu feiern. Nein, wir sind auch hier, um den Mann zu ehren, der diese Pioniere geführt hat. Ein Mann, dessen Führungsqualitäten und unerschütterlicher Optimismus diese Menschen den langen, beschwerlichen Weg hierher überstehen ließ. Ich brauche Ihnen eigentlich gar nicht zu sagen, wer das ist. Sie kennen ihn ja alle bestens, unseren ältesten und ich muss auch sagen, beliebtesten Bürger. Major Stephen Braddock. Vielen Dank für deine geschwollene Rede, Will. Aber wenn man dich hört, könnte man denken, ich sei älter als Methusalem. Spaß beiseite, Freunde. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich heute hier bin. Und all das lässt in mir wieder gegenwärtig werden, was New Hope Valley für uns bedeutet. Als wir hierher gekommen sind, war hier nur Wildnis. Wir mussten roden und graben und schwitzen, um unsere Häuser zu bauen. Aber all diese Mühe hat uns nicht viel ausgemacht, denn wir hatten nur einen Gedanken. Ganz, ganz tief in uns drin hatten wir alle das Gefühl, das war unsere Heimat. Sie gab uns eine Existenz. Sie gab uns Getreide und Gras für unsere Tiere. Wir haben hier unsere Kinder großgezogen und gesehen, wie sie zu erwachsenen Männern und Frauen wurden. Ja, Freunde, der Herrgott war so gut zu uns, dass er uns fast alle unsere Wünsche erfüllt hat. Und dafür wollen wir danken. Wir danken für deine Gnade, o Herr. Du hast uns überreich beschenkt. Und wenn du das Maß deiner Güte vollmachen möchtest, dann würden wir alle gerne nur so weiterleben, o Herr, wie bisher. Denn wenn unsere Kinder und unsere Kindeskinder unter deiner schützenden Hand in Eintracht leben dürfen und in Frieden, dann wäre das Maß deiner Güte voll. Denn Frieden und Eintracht ist das Höchste, worum ich bitten kann. Amen. Amen. Nein, das bringe ich nicht übers Herz. Ich weiß. Aber es ist besser, wenn Sie es Ihnen sagen. Freunde, ich glaube, ihr kennt alle unseren Vertreter im Repräsentantenhaus. Ja. Den ehrenwerten William Proctor. Und das ist Mr. Gilbert von der Metropol-Baugesellschaft. Ich muss euch was sehr Unangenehmes mitteilen. Diese Herren überbringen die Nachricht aus der Hauptstadt, dass New Hope Valley enteignet wird. Was? Enteignet? Wirklich? Offensichtlich braucht Metropol City mehr werden soll und dass das Tal ein Staubecken wird. Aber die haben doch schon ein Reservoir bei Cascade. Das muss denen doch reichen. Nein, es ist zu klein. Aber das können die doch nicht machen. Sind die verrückt geworden? Und was soll aus uns werden? Der Staat kauft unser Land und siedelt uns aus. Na, das ist ja äußerst großzügig vom Staat. Haben wir denn nicht ein Wort mitzureden? Was machen die, wenn wir nicht verkaufen? Es bleibt euch keine andere Wahl, Freunde. Die Legislative hat die Macht, Privatbesitz zu enteignen, wenn es im Interesse der Öffentlichkeit ist. Doch sie erhalten volle finanzielle Entschädigung für ihr Land. Glauben Sie, dass man mit Geld bezahlen kann, was wir in dieses Tal gesteckt haben? Sehr richtig, Major. Wieso kann sich Metropol denn das Wasser nicht von woanders holen? Warum müssen wir verjagt werden? Männer, das ist ein Tiefschlag für uns, aber wir können nichts dagegen tun. Was? Dass ich nicht lache? Du kannst dir die Fahne streichen, wenn du willst, aber ich kämpfe! So ist es richtig, Major! Und wir kämpfen mit! Die sollen mal versuchen, uns zu verjagen. Ja, die werden schon sehen, was passiert, wenn die hier einen Damm bauen wollen. Einen Moment. Hört mal zu. Was mischen Sie sich da ein?
Ich bin für die Baumaßnahmen verantwortlich. Der Staat hat den Auftrag erteilt für den Damm. Und er wird auch gebaut, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Nicht so hitzig. Auf die Weise können Sie mit den Menschen hier nicht reden, Mister. Das wird er schon noch merken. Rancher widersetzen sich den Beamten des Wasserwirtschaftsamtes. Metropole City schickt Wachmannschaft. Feuer vernichtet Vermessungsunterlagen. Neue Vermessung angeordnet. New Hope gegen Metropole City. Urteil für heute erwartet. Es wird erwartet, dass Richter Morse in dem Prozess New Hope Valley gegen Metropole City heute das Urteil fällt. Bevor das Urteil in diesem Fall gesprochen wird, möchte das Gericht feststellen, dass es sich über das menschliche Problem in dieser Sache völlig im Klaren ist. In der Tat liegen die persönlichen Sympathien auf der Seite der Siedler. Zur Sache. Metropole City mit seiner rapide wachsenden Bevölkerungszahl muss eine zusätzliche Wasserreserve erhalten, sonst ist die Versorgung der Menschen nicht gewährleistet. Leider ist der einzig vernünftige und brauchbare Standort für das neue Reservoir New Hope Valley. Gestützt auf den Grundsatz, dass eine Minderheit zum Wohle der Allgemeinheit verzichten muss, sind wir gezwungen, die Rechte des Staates zu schützen und das Land zu enteignen. New Hope Rancher verlieren den Rechtsstreit. Hier ist ein Scheck von der Regierung, Chef. Die denken, dass sie mich zum Verkauf zwingen können. Ein Fetzen Papier für unser Zuhause. Genau das habe ich auch gemacht. Was wollen wir jetzt tun, Großvater? Wir werden weiterkämpfen, Jason. Ich lasse mir doch nicht von diesen Rechtsverdrehern mein Lebenswert stehlen. Nein, du hast die Leitung, Hammer. Wenn die Rancher zuschlagen, dann schlag zurück. Ich erwarte, dass bis heute Abend das Camp aufgeschlagen ist. Schaut mal! Kommt mit! Mein Gewehr, Stevie. Großvater, was willst du tun? Es gibt nur einen Weg für Wagen zum Canyon und der führt über mein Land. Aber Sie haben das Durchfahrtsrecht. Aber nicht von mir, Celia. Darf ich mit dir kommen? Nein, du bleibst hier bei deiner Schwester. Großvater, bitte. Sie sind unterwegs. Hat mir Stevie schon gemeldet. Anscheinend kriegen wir noch Verstärkung. Also dann, Männer. Nicht viel los!
Ich verstehe nicht, warum er mich nicht mitnimmt. Ich kann genauso gut schießen wie die. Wir wollen aber keine Schießerei. Jedenfalls hoffe ich, dass es nicht dazu kommt, Stevie. Sind die Musketeers zurück? Keine Ahnung. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht hört Großvater auf Sie. Ich hole Sie schon. Oh nein, Stevie, du bleibst hier. Ich reite hin. Josh. Hallo Jungs, kommt ihr gerade zurück? Habt ihr euch in der Stadt amüsiert? Nein, ich muss sagen, es war überhaupt nicht komisch. Ihr kommt gerade richtig, Jungs. Sonst hätte ich den Brief wieder zur Post zurückbringen müssen. Anscheinend kriegt heute jeder hier im Tal so einen eingeschriebenen Brief. Ach, wirklich? Der Brief kommt aus der Hauptstadt. Ah, der schick für unser Land. Das nenne ich prompte Bedienung. Nach meinem Geschmack etwas zu prompt. $2,200 ist doch nicht schlecht für ein bisschen Weideland. Aber auch nicht toll. Stoney, die Bauwagen für den Damm kommen. Und Großvater und die anderen Rancher wollen sie aufhalten. Dann können sie ja gleich der ganzen Armee den Krieg erklären, diese Holzköpfe. Ich weiß. Vielleicht könnt ihr sie zur Vernunft bringen, bevor es zu spät ist. Hat der Major denn keinen Scheck gekriegt? Aber klar doch, ich habe ihn hingebracht. Großvater hat ihn zerrissen. Das ist typisch. Anhalten! Sag mal die Spinnnull. Ja. Was soll denn der Quatsch? Das sehen Sie doch, oder? Das ist mein Grund und Boden und hier kommt ihr nicht durch. Jetzt hör mal zu, Opa. Ich will mich hier nicht rumstreiten. Ich habe den Befehl, die Wagen zum Cutstone zu bringen. Dann versuch's doch, wenn du ein Wanst voller Blei willst. Na gut, ich gebe euch genau 5 Minuten, die Straße zu räumen, verstanden? Sonst kommen wir runter und räumen hier auf. Wir werden euch heiß empfangen. Mädchen gesagt hat, ist der Major auf dem Kriegspfad. Ja, und dieser Pfad endet für ihn wahrscheinlich direkt hinter Gittern. Ich habe gehört, dass die Rancher meine Wagen stoppen wollen, Sheriff. Das wissen wir erst genau, wenn wir da sind. Aber sie sind doch alle benachrichtigt worden. Ich weiß, aber es gibt Leute, die werden unvernünftig, wenn man ihnen das Haus unterm Hintern wegnimmt. Zeit ist dumm! Räumt ihr die Straße! Nein! Also los, Jim. Fahrt sie runter! Vorwärts, weitermachen! Na gut, ihr sturen Mistgabelschwinger. Ihr habt angefangen. Ja, und wir machen weiter. Dann mal los, Dix. Wir zeigen's diesen Idioten. Thank you.
ist das Herz in die Hosen gerutscht, Harmon. Ja, wenn das Feuer aus ist, dann fahren wir weiter. Bleib hier, Sie. Lebendig rösten. Ein gemeiner Indianertrick. Den heizen wir auch ein. Vorwärts, Freunde. Wir verschwinden hier lieber. Vater, bist du verletzt? Nein, ich bin nur stinkwütend. Erstklassigen Kampf aus. Also nun hören Sie mal, sind Sie ein Ringrichter oder ein Sheriff? Tut mir leid, Jungs, aber ich muss euch alle einsperren. Es steht schwere Strafe auf Beschädigung von Staatseigentum und ich sorge für das Höchstmaß. Hier ist ein Stück Staatseigentum, das bestimmt beschädigt ist. Ab ins Gefängnis. Ich würde kein Strafverfahren einleiten. Wieso? Die haben die Wagen beschossen und meine Leute angegriffen. Und Ihre Leute haben mit brennendem Öl zurückgeschlagen. Das macht sich nicht gut vor Gericht. Eine Untersuchung könnte Ihnen sehr schaden und Sie kommen in Verzug. Sie wollen den Damm doch pünktlich fertigstellen, nicht? Natürlich, aber wie soll ich das schaffen mit dieser Bande Affen auf dem Hals? Ich hätte eine Lösung für das Problem. Sehen wir das Ganze mal vom Standpunkt der Ranger. Sie müssen ihr Heim aufgeben, von ihr wegziehen, werden möglicherweise von Familie und Freunden getrennt. Ja, ich weiß. Wenn Sie keinen Blödsinn machen, können Sie bleiben, bis der Damm fertig ist. Dann haben Sie genug Zeit, umzusiedeln. Sie vergessen, Gilbert, manche der Leute sind noch nie von hier weg gewesen. Die wissen nicht, wohin auf der Suche nach Grund und Boden. Da müssen wir Ihnen helfen. Sie sind ja ein Wohltäter, Proctor. Keine Angst, ich sorge schon für Bill Proctor. Mir ist da ein interessantes Grundstücksgeschäft über den Weg gelaufen. Mit Ihrer Mitarbeit könnte ich die Rancher überreden, zu investieren. Die werden Sie gar nicht erst anhören. Aber vielleicht die Musketeers.
Keine Sorge, Männer. Richter Lawson holt uns hier bald raus und dann zeigen wir denen, dass der Kampf erst angefangen hat. Dass der Kampf erst angefangen hat. Und schon sitzen wir im Knast. Aber wir haben das Recht auf unserer Seite. Wir müssen gewinnen. Dafür sind unsere Karten zu schlecht, Major. Wir sind nur ein paar Männer gegen eine große, mächtige Stadt. Na und, wenn schon. Die Griechen haben es geschafft. Die haben die Stadt Troja mit noch viel weniger Männern erobert. Wirklich? Wie haben sie das gemacht? Mit einem Holzpferd. Hm? Oh. Mit einem Holzpferd? Ja, ganz richtig. Mit einem riesengroßen Pferd aus Holz. Oh, so einen großen Bären lassen wir uns nun wirklich nicht aufbinden, Major. Wenn Sie gesagt hätten, mit einem richtigen Pferd, hätten wir Ihnen vielleicht geglaubt. Nur mal langsam, Jungs. Nur die Mesketiers. Die anderen bleiben drin. Und wieso lassen Sie nur uns raus, Sheriff? Eine Anweisung. Ich weiß nur, dass ihr zu Gilbert ins Büro kommen sollt. Ihr seht doch ein, dass man den Fortschritt nicht aufhalten kann. Der Angriff mit dem brennenden Wagen ist wohl Ihre Art von fortschrittlicher zwischenmenschlicher Beziehung. Natürlich nicht. Und nach der Geschichte habe ich Harmon sofort rausgeschmissen. Aber der Damm wird gebaut und wenn ich die Nationalgarde rufen muss, seien wir doch vernünftig und machen wir lieber Pläne für die Zukunft. Na gut, dann erzählen Sie mal. Ja, hoffentlich ist kein Haken dran. Da ist kein Haken dran. Ein Spezialist hat einen Plan ausgearbeitet, der, wie ich hoffe, auch Ihre Zustimmung finden wird. Wenn Sie ihn unterstützen, bin ich sicher, dass er die anderen Rentscher auch überzeugt. Ah, da sind Sie ja. Hallo, Jungs. Howdy. Ich möchte euch Mr. Dodge vorstellen. Mr. Dodge, das sind die Mesketiers. Guten Tag, Howdy. Mr. Dodge vertritt eine Landerschließungsgesellschaft, die vielleicht das Problem der Rentscher hier lösen könnte. Und wenn die Mehrheit der Rentscher investieren will, kriegen sie auf das Land sogar noch Rabatt. Weitere Erläuterungen von Mr. Dodge. Ich zeige Ihnen lieber erst mal was. Was ist denn das? Ihr Musterkoffer? Ja, so könnte man es nennen. Bis jetzt sehe ich nur reine Wüstenlandschaft. Und das soll eine gute Kapitalanlage sein? Eine der besten, Mr. Jocelyn. Sie sehen hier ein Bild von Empire Valley, bevor es durch Bewässerung kultiviert wurde. Das ist dieselbe Landschaft, so wie sie heute aussieht. Mit herrlichen Obst- und Gemüsegärten und viel Weideland für Rinder. Ihr seht, was durch Bewässerung aus Empire Valley geworden ist, kann auch aus dem Land werden, was uns angeboten wird. Und mit der Entschädigung, die uns der Staat zahlt, können wir 2 Morgen kaufen. Für jeden Morgen, den wir hier aufgeben müssen. Und es bleibt uns noch genug Geld übrig, um das erste Jahr zu überstehen. Was sagt ihr dazu, Männer? Tja, das sieht nach einem fairen Angebot aus. Ich finde, wir sollten dazu passen. Und wie denken Sie darüber, Major? Tja, ich frage mich, wie Sie das Wasser da hinbringen wollen. Das ist doch ganz simpel. Unsere Firma verlegt eine große Pipeline von hier rüber nach Devil's Acres. Na gut. Und wie bringen Sie es über die Berge? Wir bauen einen Tunnel. Und wenn ihr dann mit Sack und Pack ankommt, ist die Leitung gelegt. Und nach ein paar Jahren, Gentlemen, ist das Land doppelt so viel wert, wie ihr dafür bezahlt. Das mag ja sein. Es klingt nur zu schön, um wahr zu sein. Wir haben die Gesellschaft überprüft. Sie ist in Ordnung. Sie tragen kein Risiko, Gentlemen, und müssen erst bezahlen, wenn die versprochene Pipeline fertig ist. Die Bauarbeiten am Damm fangen an. Arbeit an der Pipeline nach Devil's Acres beginnt. Alle Herden zusammengebracht. Wir können jederzeit aufbrechen. Braucht ihr nicht noch einen Helfer? Von wegen, junger Mann. Du wirst nicht beim Viehtrieb mitmachen. Ach, Großvater. Der Major wird dich dringend brauchen, Stevie. Es ist verdammt schwere Arbeit, einen Dreck zu führen. Ja, das weiß ich. Wann wollen Sie losziehen? Es ist so geplant, dass wir Ende der Woche aufbrechen. Also dann, Major. Bis selber Eckes. Ja. Viel Glück. Wir müssen bald was zu saufen kriegen, Thorsten.
Devil's Acres ist hinter den Hügeln, da können wir sie trinken. In der Richtung müsste die Pipeline liegen. Schaut mal. Wenn die Ranger hier ankommen, werden sie keinen Tropfen Wasser haben. Die haben mit den Tunnelarbeiten noch gar nicht angefangen. Ich glaube nicht, dass sie das jemals vorhatten. Wieso haben sie dann die Leitung so weit verlegt? Die wollten uns täuschen, damit wir das wertlose Land kaufen. Das ist ihnen gründlich gelungen. Und wir haben ihnen geholfen, den Ranchern die Sauerei aufzuschwätzen. Wenn wir daran schuld sind, dann müssen wir die Karre auch wieder aus dem Dreck ziehen. Treibt die Herde zurück ins Tal. Wir reiten in die Kreisstadt. Die Musketeers kommen zu Ihnen raus. Was? Dann bin ich wohl besser weg, wenn die herkommen. An Ihrer Stelle würde ich eine lange Reise machen. Sie haben mich in eine schwierige Position gebracht mit Ihrem Grundstücksschwindel. Wieso? Das verstehe ich nicht. Ich muss Ihnen versprechen, dass die Ranger bleiben können. Das können Sie doch nicht halten. Dann wäre ich ja hirnverbrannt. Ich kassiere einen fetten Bonus, wenn ich den da pünktlich fertig mache und nichts hält mich davon ab. Hat man uns erwartet. Ja, runter in den Keller mit euch. Na, macht schon. Da wären wir also. Tja, Endstation Keller. Also fahr los, Ellen. Ihr Schlaumeier. Erzählen Gilbert, wo wir hinreiten. Dadurch haben wir wenigstens eins rausgekriegt. Er und Proctor arbeiten zusammen. Das wäre eine tolle Neuigkeit für die Rancher. Die sind inzwischen sicher schon auf dem Weg nach Devil's Acres und Gilbert wird das Tal bestimmt bald fluten. Die Pferde.
Nicht weiter verlegt wird, dann haben wir keine Chance, je Wasser für die Bewässerung von Devil's Acres zu kriegen. Und wir sind heimatlos, wenn unsere Häuser weggespült werden. Ha, ich hätte euch gleich sagen können, dass das Ganze Betrug ist. Ja, leider, Major. Aber jetzt müssen wir verhindern, dass sie das Tal fluten. Ich komme mit euch. Und ich natürlich auch. Alles auf den Tag pünktlich fertig geworden. Ich habe noch nie bei einem Job versagt, Dixon. Hey, sehen Sie doch. Alarmier die Männer, vielleicht wird's Ärger geben. Extrablatt. Landschwindler für schuldig befunden. Extrablatt. Proctor und Dodge zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Extrablatt. Devil's Acres zu neuem Leben erweckt. Bewässerung macht blühenden Garten daraus.
Das sieht schon eher aus wie die Bilder, die uns die Kauner gezeigt haben. Und wie wollen wir es taufen? Ach, es ist so schön und groß und prächtig. Wir nennen es Junjuhob. Das klingt ja, als ob du Stadt hast. Wieso? Es gibt ja auch eine Stadt, die heißt Walla Walla. Ja, und eine andere heißt Sing Sing.